Gott, warum zum Morgentau? Schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, dass ihr hier im Saal dabei seid. So viele wieder. Und danke, Tim und Christin, für die wunderschöne Musik des Himmels. Ja, wir sind mittendrin in Revival Tours. Wir werden mitgenommen vom Wort Gottes auf die Reisen des Apostel Paulus und Barnabas. Und das letzte Mal haben wir gesehen, wie sie einen unglaublichen Durchbruch in einer Stadt Antiochia in Pisidien hatten, wo fast die ganze Stadt versammelt war und das Wort Gottes gehört haben. Und dann wurden sie dort vertrieben und jetzt sind wir 100 Kilometer etwa östlich in einer Stadt, die heißt Iconium. Und diese Stadt, eine von drei größeren Städten in Likaonien, ist die nächste Station für unsere beiden Apostel. Und ob du es glaubst oder nicht, auch dort passieren die Dinge, die wir so gerne in unserer Zeit auch sehen wollen, nämlich unfassbare Durchbrüche, allerdings auch unter großen Herausforderungen, wie wir gleich sehen werden. Ich lese uns mal kurz vor, was wir über diese Stadt wissen. Es war eine römische Stadt, wo viele römische Veteranen drin gewohnt haben. Es gab auch Hellenisten, das heißt nicht Juden aus dem ganzen griechischen Raum, und viele römische Beamte haben dort gewohnt. Also so ein bisschen High Society im römischen Weltreich, so könnte man sagen. Und auch eine Fülle von Juden war bereits dort in dieser Stadt, die sich in einer fruchtbaren Senke mitten im Bergland, im Hochland der südlichen Zentraltürkei befunden haben. Und es gab dort eine berühmte, bedeutende Wollweberei, wahrscheinlich auch durch die vielen Schafe, die dort gezüchtet wurden. Und da war es ein wichtiger Handelsplatz. Platz lag ja direkt an der Straße von Ephesus im Westen zur kilikischen Pforte ganz im Osten, im Taurosgebirge, dort ganz in der Nähe von Tarsus, wo der Apostel Paulus ja ursprünglich mal herkommt. Und diese Stadt ist auch heute noch sehr bedeutend in der Türkei, heißt Konya, und eine der bekannteren Städte dort in der Gegend. Und der nächste Punkt, den uns die Bibel sagt, ist, dass Paulus dahin geht, wo er sich am meisten Effekt der Verkündigung des Evangeliums versprochen hat, nämlich in der Synagoge der Juden, die es dort zahlreich gab. Und da lernen wir wieder etwas auch für dich und für mich und für uns alle. Es ist so wichtig, dass wir dort einen Ansatzpunkt für das Evangelium finden, wo wir uns auskennen, wo wir offene Türen haben, wo wir wissen, wie Dinge ablaufen. Es ist viel einfacher, als du von 0 auf 100 irgendwo hinkommst und gar nicht weißt, was du tun sollst. Und er hält dort, der Apostel Paulus, eine packende Rede in dieser Synagoge, und viele Juden und Hellenisten, das heißt zum Judentum auch gläubig gewordene Leute, kamen zum Glauben, auch eine ganze Fülle von Leuten, die wir gar nicht beschrieben bekommen hier in der Bibel. Und dann heißt es hier, sehr interessant, ungläubige religiöse Juden reizten und erbitterten die Seelen anderer Leute aus den Nationen, aus den Heiden, gegen sie auf. Da denken wir alle, die wir die Heilige Schrift kennen, das kennen wir doch schon. Ja, wieder die Religiösen, die Gesetzlichen, die nicht für die Gnade und Barmherzigkeit Gottes offen sind, die sogar die heidnische Bevölkerung aufhetzen gegen die Verkündigung des Evangeliums. Und ihr Lieben, ich bewundere Paulus und Barnabas, dass sie sich durch nichts und aber nichts haben aufhalten lassen. So interessant, was die Bibel hier sagt. Die Bibel sagt, obwohl dieser Widerstand so groß war, verweilten sie lange dort. Wie lange, wissen wir nicht. Ein paar Wochen, ein paar Monate, steht nicht geschrieben. Und haben das ertragen, diesen Widerstand, und voll Gemeinde gebaut, sich voll darauf konzentriert, lokale, neutestamentliche Church zu bauen. Ich liebe das und ich bewundere sie dafür. Und Gott, der das auch liebt, ja, Gott liebt lokale Gemeinde. Gott liebt, wenn sein Volk erbaut, gebaut, gestärkt, gegründet wird. Gott gab seinem Wort mit mitfolgenden Zeichen und Wundern einen sichtbaren Ausdruck.
Und schaut, die Bestätigung des Wortes durch Zeichen und Wunder ist so wichtig auch in unserem Dienst. Gerade jetzt am Sonntag wieder zwischen beiden Gottesdiensten kam eine Frau und sie war voll böser Geister und die Geister sprachen aus ihr raus und die wollten nicht ausfahren, als wir es ihnen befohlen haben. Sie sagen, wir gehen hier nicht raus. Und wisst ihr, die Kraft Gottes ist tausendmal stärker als alle Macht des Teufels. Und die Macht des Teufels wird gebrochen, auch in unserer Zeit. Auch bei Menschen, die es heute genauso gibt, die belastet sind, die viel Heilung brauchen, die innere Wunden haben. Dafür ist doch Jesus zu uns gekommen. Und Gott liebt es, sein Wort zu bestätigen mit Zeichen und Wundern. Die Menge der Stadt war dann nach einigen Tagen oder Wochen entzweit. Das heißt, das Evangelium ist unheimlich scharf. Es scheidet zwischen Mark und Bein und Seele und Geist. Und es scheidet auch Menschen. Es scheidet sogar manchmal Familien. Es scheidet Bevölkerungsanteile voneinander. Das finde ich eine ganz interessante Aussage hier im Neuen Testament. Die einen hielten sich zu den Aposteln, die anderen zu den anderen religiösen, eher gesetzlich veranlagten Juden. Und jeder wurde praktisch gezwungen, sich zu entscheiden. Entweder für das Neue, die Gnade, das Evangelium oder das Alte, das Gesetz, die Religiosität. Und mir ist so, dass wir genau heute in solch einer Zeit leben. Genau so leben wir heute. Es gibt wie eine Scheidung der Geister. Die einen entscheiden sich für das Neue, Lebendige, Heiliggeistgewirkte, das Freimachende, die Liebe. Und die andere eher für das Religiöse, Gesetzliche, das Alte. Und auch du musst eine Entscheidung treffen, mit wem und mit was du vorangehen willst. Ob du dich vom Heiligen Geist abhängig machen willst oder in deiner eigenen Gerechtigkeit leben willst. Ja, so praktisch nicht so schönen Folgen müssen auch Menschen heute leben im Reich Gottes, weil das Evangelium ist einfach scharf und powerful. So, und dann hat sich diese religiöse Richtung entschieden, Paulus und Barnabas zu ermorden. Und zwar auf eine ganz besondere Weise. Sie wollten ihn oder sie steinigen. Und Paulus, Barnabas an dieser Stelle kriegen das irgendwie mit, wie Gott an vielen Stellen in der Apostelgeschichte Menschen, auch den Paulus, vorher warnt, wenn ein Anschlag oder irgendwas Negatives gegen ihn läuft. Ihr Lieben, auch hier in der Gemeinde erleben wir ganz oft, dass Gott zu uns redet und dass wir hören, ah, vorsichtig, da läuft etwas und wir können beten, wir können uns schützen, wir können die entsprechenden Maßnahmen einleiten, weil wir hören Gottes Stimme. Es gibt einen Geist der Unterscheidung der Geister und der ist in dieser Zeit wichtiger als je zuvor. So, dieser Angriff soll stattfinden, Paulus, Barnabas kriegen davon mit und sie fliehen. Sie fliehen aus der Stadt und sagen, jetzt haben wir unseren Dienst hier beendet, keine Minute können wir länger hier bleiben. Und sie fliehen 30 bis 40 Kilometer südwestlich in die Stadt Lystra und überlassen die Gemeinde, diese neu gegründete Gruppe, dem Herrn, dem Heiligen Geist. Jetzt kommt mal die zweite Stadt nach Ikonium, nämlich nach Lystra. Lystra war eine rein heidnische Stadt, da haben wir interessanterweise keine Berichte von Juden, auch keinen Bericht, dass es dort eine Synagoge gegeben hat. Und so hat Paulus und Barnabas dort offensichtlich gleich einen öffentlichen Dienst auf dem Marktplatz oder an verschiedenen Plätzen oder in Häusern getan. Übrigens ganz interessant, Timotheus, einer der wichtigsten Mitarbeiter des Apostel Paulus, an den er auch zwei Briefe geschrieben hat, stammt genau aus dieser Stadt und hat wahrscheinlich während des Aufenthalts von Paulus mit Barnabas dort seinen ersten Touch bekommen, der ihn dann freigesetzt hat für den fantastischen Dienst, den er in Zukunft getan hat. In einer dieser Versammlungen saß jetzt ein Mann, der war von Geburt an gelähmt, konnte weder laufen noch umhergehen noch irgendetwas tun und er hörte dem Paulus zu, wie alle anderen auch. Das finde ich so spannend. Und Paulus, der da am Predigen und am Lehren war, er sah diesen gelähmten Mann. Und dann sah er aber mehr als nur das Äußere und dass Gott diesen Mann liebt und heilen möchte. Er sah so etwas wie in das Herz dieses Mannes rein. Und das geschieht natürlich nicht durch die menschliche Fähigkeit, sondern das geschieht durch die Gabe des Heiligen Geistes, den Geist der Unterscheidung der Geister. Und auch das Wort der Erkenntnis zum Beispiel. Und er sah in diesem Mann Glauben, nämlich Glaube,
dass er Heilung durch Jesus bekommen kann und soll. Weißt du, Glauben kannst du manchmal in Menschen durch den Heiligen Geist sehen. Menschen, die fasziniert sind vom Wort Gottes, und du kannst sehen, wie das Wort Gottes in ihnen Glauben wirkt. Das ist so powerful. Ich habe viele, viele tausende Menschen gesehen im Laufe meines Lebens, in denen das Wort Gottes, das ich selber verkündigt habe, in ihnen Glauben geweckt hat, und sie haben dann in ihrem Herzen und mit ihrem Herzen Dinge getan, die sie vorher gar nicht hätten tun können, denn Glaube versetzt Berge. Und dieser Mann bekam Glaube, geheilt zu werden. Paulus sieht diesen Glauben und spricht mit lauter Stimme, großer Autorität zu ihm: Stelle dich auf deine Füße. Und er springt auf vor allen Menschenmassen und ist vollkommen geheilt. Wir nennen das ja hier, wie wir schon gelernt haben, ein Schlüsselwunder. Schlüsselwunder, die wir auch heute brauchen. Wir brauchen Schlüsselwunder in unserer Stadt, in unserer Familie, in unseren Kirchen. Wir brauchen Schlüsselwunder in unserer Gesellschaft, in unserem Land. Lass uns beten für Schlüsselwunder in Deutschland. Wir brauchen es dringend in dieser Zeit, dass die Welt sieht, es gibt einen lebendigen Gott, der unglaubliche Power hat. Die Volksmengen waren außer sich, sagt die Bibel, die waren so fasziniert, diese heidnische Bevölkerung. Und die sagen: Oh mein Gott, die Götter sind in Menschengestalt zu uns gekommen. Ich finde das ganz toll. Ja, das war ihre Interpretation. Sagen: Wow, die Götter, die griechischen Götter sind da zu uns gekommen. Sie nannten Barnabas Zeus, ja, den ruhigeren, ja, der Zeus, der alte Zeus. Und Paulus, der Götterbote, der gesprochen hat und der Wortführer war. Und der Priester des Zeustempels kam mit Rindern und mit Kränzen und allem Möglichen, wollte ihn opfern und sie da zu Göttern weihen oder was auch immer. Und dann springen Paulus und Barnabas mitten unter das Volk und sagen: Hey Freunde, wir sind genauso normale Menschen wie ihr auch. Und wir sind nichts Besonderes. Unsere Message an euch alle ist: Wendet euch von diesen Götzen, von diesen griechischen Zeus und Hermes und all diesen Götterfiguren, die keine Power, keine Kraft haben, die nichts in eurem Leben bewirken können. Wendet euch von diesen Götzen ab. Ich finde es sehr interessant, dass Paulus Zeus und Hermes Götzen nennen. Ersatzgötter statt dem einen wahren Gott, der uns Menschen liebt und der sich uns zuwendet und der lebendig ist. Und ich finde was Zweites sehr Bemerkenswertes. Paulus und Barnabas haben jegliche Form von Menschenverehrung für sich abgelehnt. Das ist ein powerfuler apostolischer Dienst. Sie haben nicht zugelassen, dass Menschen sie hochgejubelt haben. Sie haben nicht die Ehre, den Reichtum, das Geld von Menschen abkassiert, sondern sie haben gesagt: Wir sind ganz normale Menschen, wie ihr auch, aber wir haben einen powervollen Gott. Und schaut mal, was sie ihnen noch gesagt haben. Sie haben gesagt: Wendet euch von diesen Götzen ab, nämlich zu jemandem, der so wichtig ist, und bekehrt euch zu dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, der die Himmel und die Erde und euch und diese Stadt und all das um euch herum so wunderbar geschaffen hat, die Natur, alles, was ihr hier zur Verfügung habt. Er hat euch fruchtbare Zeiten gegeben, er hat euch so viel Gutes getan, er hat sich vom Himmel her bezeugt und hat sogar, sagt er, er ist dafür verantwortlich, wenn ihr Freude in eurem Leben habt, wenn ihr zusammensitzt und als Familie jubelt und jaucht, weil was Schönes passiert ist, wenn ein Baby zur Welt kommt. Das ist der Gott, der das alles initiiert hat und der dafür verantwortlich ist. Und dem sollt ihr euch zuwenden, dem Gott der Gnade, dem Gott der Liebe, dem, der die Menschen als Freunde haben will. Die Menge ist irgendwie happy und begeistert und dann taucht das nächste große Problem auf. Und ihr Lieben, das ist richtig ein großes Problem. Ihr müsst euch vorstellen, eben das größte aller Wunder, ja, ein unglaubliches Ding hier passiert, ein Gelähmter steht auf, ist vollkommen geheilt. Die Leute sind außer sich, sie wollen Paulus, Barnabas gleich zu Göttern machen oder sehen sie als Götter und wollen alles hergeben, ihre Rinder und Siegeskränze und alles. Und die Priester sind in Aktion und dann taucht dieses Problem auf. Das größte Problem kommt mit den größten Wundern, das ist auch heiß. Und das waren wieder mal die Juden, die religiös und gesetzlich und eifersüchtig, undankbar drauf waren. Und ihr Lieben, das sind auch heute die großen problematischen Menschen in unserer Zeit.
Die Menschen, die ihre eigene Religion machen. Die Menschen, die bitter sind, die neidisch und eifersüchtig sind. Die Menschen, die immer denken, sie kommen zu kurz und die anderen beneiden, weil sie von Gott gesegnet sind. Und ihr Lieben, damit wirst du keinen Erfolg haben, niemand auf der Welt. Wir brauchen eine Demut, eine Liebe, eine Gnade von Gott für uns alle. Und die Leute, die diese Haltung haben, die sind das große Problem. Und sie kommen, die Bibel sagt, zwei Personengruppen kamen, die einen aus Antiochia in Pisidien, das war 130 Kilometer weg, erinnern wir uns, ziemlich weit weg. Plötzlich tauchen die jetzt hier auf und auch aus Ikonium, der Stadt, wo sie vorher gewesen sind, etwa 35 Kilometer weg. Und diese kamen und überredeten die gleichen Volksmassen, die eben noch geschrieben haben, Hosianna und Halleluja und toll, was hier passiert. Die gleichen Volksmengen werden gekippt innerhalb kürzester Zeit. Kennen wir doch schon von Jesus. Ja? Eine Woche vorher Hosianna und dann kurze Zeit später kreuzige ihn. Menschen sind so schnell manipulierbar und beeinflussbar, besonders zum Bösen. Für Verschwörungstheorien, für Lügen, für alle möglichen Dinge, die nicht stimmen. Und sie nehmen den Paulus, überreden die Volksmengen und steinigen ihn. Und hier ist wirklich beschrieben, dass Paulus gesteinigt wurde. Die Steine flogen, er wurde während der Steinigung, das wissen wir von der römischen Geschichte, da wurde er verflucht, es wurden all die Lästerungen über ihm ausgesprochen, dann wurde der nächste Stein geschmissen und es wurde gesagt, das kriegst du dafür und so weiter. So viel Hass freigesetzt, wie wir es heute auch über die Massenmedien so oft erleben, Hass freigesetzt, was mit dem Reich Gottes überhaupt nichts zu tun hat. Und wir gehen davon aus, ich vor allem gehe davon aus, dass Paulus tatsächlich gestorben ist. Die Bibel sagt, sie hielten ihn für tot, schleifen ihn aus der Stadt heraus und lassen ihn dort liegen, den Raubvögeln zum Fraß. Aber seine Freunde kommen aus der Stadt, die ganz neu Bekehrten, die gar nicht wussten, wie ihnen geschah. Jetzt ihr großer Führer, der ihnen das Heil, die Errettung gebracht hat, der sie reingeführt hat in die Geheimnisse des Reiches Gottes, liegt da tot. Und sie versammeln sich um ihn herum, wahrscheinlich Barnabas dabei. Und was machen sie, wenn sie um einen gesteinigten, blutenden Mann Gottes da rumstehen? Na, sie haben gebetet, sie haben zu Gott geschrien, sie haben gefleht um die Auferweckung dieses Mannes. Und die Bibel sagt, mitten in ihrer Mitte steht Paulus auf. Jetzt kommt das Schockierende. Und er geht mit ihnen zurück in die Stadt. Er geht zurück an den Ort seiner Peiniger, seiner, die ihn gerade töten wollten. Was für eine Kühnheit, was für eine Unerschrockenheit, was für eine Boldness, eine unglaubliche, von Gott geschenkte Kühnheit, die da in ihm drin war. Ich bewundere ihn dafür. Und dann ruht er sich eine Nacht aus, es ist unfassbar, wenn wir das mal auch zeitlich sehen, was hier passiert. Eine Nacht ruht er sich aus, Wunden werden noch vielleicht versorgt irgendwie, er isst am nächsten Morgen Frühstück und dann geht er aus der Stadt raus, in die nächste Stadt, nach Derbe und in die umliegenden Ortschaften. Was für ein Mann. Und dann kommen wir in die dritte Stadt, nach Derbe. Derbe liegt etwa 50 bis 60 Kilometer östlich von Lystra, das heißt ziemlich weit weg, so wie etwa Karlsruhe von Stuttgart weg ist. Ja. Das lief er dann in 2, 3 Tagesreisen als gerade gesteinigter Mann. Musst dir vorstellen, was Gott da für eine Power in ihn reingelegt haben muss, damit ihm das möglich war. Und dann kommt er in diese Stadt, übrigens eine Stadt, aus der auch Gaius kommt, einer, den er später auf seiner dritten Tour mitgenommen hat. Gaius wird dort extra erwähnt aus Derbe. Und er gehörte zum Team von Paulus. Wahrscheinlich hat er sich dort dann auch zu Jesus bekehrt. Nur ein einziger Vers wird über diese Stadt und über seinen Dienst erwähnt in dieser City. Und ich lese uns mal vor, als sie in jener Stadt, Stadt war der Fokus von Paulus und Barnabas, nicht nur eine Personengruppe, sondern sie wollten die ganze Stadt für Jesus erreichen. Als sie in jener Stadt das Evangelium verkündigt hatten, evangelisiert hatten, müssen wir übersetzen. Also die frohe Botschaft, die glücklich machende Botschaft verkündigt haben. Ihr Lieben, wenn wir kein Evangelium verkündigen, sind wir außerhalb dessen, was Gott uns als Mandat gegeben hat. Es ist eine glücklich machende, frohmachende Botschaft, eine Freudenbotschaft. Und drittens,
als sie diesen Auftrag erfüllt hatten, das Evangelium zu verkündigen, steht noch was Drittes, was so wichtig ist, und viele zu Jüngern gemacht hatten. Ihr Lieben, es langt nicht nur, das Evangelium zu verkündigen, sondern es muss passieren, dass die, die das Evangelium gehört haben, dann trainiert werden und zu Jüngern gemacht werden. Es steht gar nicht geschrieben, wie lange das ging, ob Wochen oder Monate oder eine Woche, steht nicht geschrieben. Auf jeden Fall, sie wurden zu Nachfolgern von Jesus gemacht. Übrigens steht genau an dieser Stelle der gleiche Auftrag, den Jesus seinen Jüngern am Ende des Matthäus-Evangeliums gegeben hat, den wir den großen Missionsbefehl nennen. Und machet zu Jüngern. Genau dieser Ausdruck steht auch hier an dieser Stelle in der Apostelgeschichte. So, und als sie das vollbracht hatten, in dieser Stadt die Botschaft des Evangeliums verkündigt hatten, viele zu Jüngern gemacht haben, kehrten sie zurück. Und jetzt kommt das Erstaunliche, unser vierter und letzter Punkt heute. Sie kehren in alle die Orte zurück, systematisch an dieser großen Handelsstraße wie Perlen aufgereicht, nämlich nach Ikonium, nach Lystra, Ikonium und dann nach Antiochia in Pisidien, wo sie Verfolgung ohne Ende erlebt haben, auch Durchbrüche ohne Ende. Sie kehren in die Höhle des Löwen zurück, mitten ins Zentrum, wo ihre Verfolger gewohnt haben und lebten. Und die Bibel sagt, über Lystra, Ikonium, Antiochia, in Pisidien gehen sie zurück den gleichen Weg, wo Steinigung, Verfolgung, Vertreibung auf sie gewartet hat. Respekt vor Paulus und Barnabas. Was für ein Mut und eine Unerschrockenheit. Inzwischen waren die Gemeinden dort etabliert. Sie haben ihr gemeindliches Leben entwickelt. Viele Wochen, Monate waren ja inzwischen vergangen. Und jetzt passiert ein fünffacher Dienst von Paulus und Barnabas. Dieser fünffache Bilddienst, den möchte ich uns auf der Rückreise noch ein bisschen vor Augen malen. Erstens, sie befestigten die Seelen der Jünger. Sie haben dafür gesorgt, dass die Seele, die Psyche der Nachfolger von Jesus gefestigt wurde. Sie haben sie ermutigt. Zweitens, sie ermutigten sie, im Glauben zu verharren. Das heißt, überall, wo Paulus Barnabas hinkam, spielte Glauben die entscheidende Rolle. Glaube in Form von Glaubenslehre, aber auch Glauben in Form einer Haltung. Ich vertraue Gott von ganzem Herzen. Drittens, ihr dritter Dienst, sie belehrten sie. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, was wir in Deutschland wieder neu brauchen. Das verstehen wir hier gar nicht richtig. Sie belehrten sie, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Sie schufen also praktisch ein Bewusstsein dafür, dass es Leiden um Jesu Willen in dieser Welt braucht. Es geht gar nicht ohne. Heute gibt es ganz viele Christen, die denken, oh, es ist Paradies. Wenn wir Jesus haben, ist alles paradiesisch. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Es gibt immer einen Preis, den wir zu zahlen haben. Es gibt immer auch ein Leiden um Jesu Willen. Es gibt immer Ungerechtigkeit, die wir zu ertragen haben, um des Evangeliums Willen. Gott möchte dich heute so ermutigen, wo du gerade Unrecht leidest, dass du weißt, hey, das ist ja ganz normal. Ich bin ja nicht so ein extraterrestrischer Komischer, sondern ich bin mitten in dem, was andere Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt vor mir auch schon erlebt haben und gerade erleben, noch in viel höherem Maße als ich. So, ich ermutige dich, wie Paulus es damals auch gemacht hat. Viertens, in jeder Gemeinde suchten sie ihn Älteste aus und setzten sie ein. Paulus kannte genaue Kriterien, nach denen Älteste eingesetzt werden sollten. Und er hat sie im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 1 aufgeschrieben. Kriterien, nach denen Älteste eingesetzt werden sollten. Und er hatte den apostolischen Blick für die Einsetzung der Leitung einer lokalen Gemeinde. So wichtig, dass wir apostolisches Input haben in unseren lokalen Gemeinden. Sonst fehlt uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Und das fünfte ist das Gebet. Fünfte große Punkt, den er in allen Orten, allen Gemeinden, allen Brüdern und Schwestern hinterließ, war Gebet. Mit Fasten, mit Segnen und dem Herrn anbefehlen. Er segnete sie, befahl sie dem Herrn an, hat für sie gebetet, gefastet. Ganz zentraler Inhalt unserer neutestamentlichen Revival-Tour. Und dann ging sein Weg wieder zurück bis nach Perge, wo er schon mal war, wo damals der Markus ihn verlassen hatte, sein Freund. Und damals haben sie dort offensichtlich nicht viel gemacht, aber jetzt auf der Rückreise wird Perge
Perge evangelisiert. Und auch dort kommen Leute zum Glauben. Perge in Pamphylien und verkündigt das Wort in der Stadt, in der fünften größeren Stadt, die erwähnt wird hier auf dem Festland. Und dann kommt der Fußweg zurück nach Attalia, zur Hafenstadt. Den kennen wir schon, 15 Kilometer wieder zurück an die Küste. Sehr bekannter Ort in der Türkei heute mit dem Flughafen. Und dann gibt es die Heimreise per Segelschiff nach Antiochia in Syrien, von wo sie ausgesandt worden waren. So etwa 500, 600 Kilometer mit dem Segelboot. Das war schon auch eine heiße Reise zurück. Entlang an der Südküste der Türkei bis Seleukia und dann die 30 Kilometer Fußweg zurück nach Antiochia in Syrien, zu der Gemeinde, die sie ausgesandt hat. Sie berichten der Gemeindeversammlung, geben ihr Rechenschaft, Zeugnis von dem, was Gott unter ihnen getan hat und dass er den Nationen die Tür des Glaubens aufgetan habe. So endet dieses 14. Kapitel der Apostelgeschichte. Und sie blieben dort eine nicht geringe Zeit. Da habe ich gedacht, ja, das würde mir auch so gehen. Man sehnsucht wieder nach seiner Home Church. Und man muss regenerieren. Man muss nochmal neue Vision für die nächsten Schritte. Next Step, was wird mein nächster Schritt sein? Und sowas ist auch gut für dich, dass du immer wieder Zeiten der Regeneration, des zur Ruhe kommens hast, des Frischhörens neue Vision tanken von Gott. Ihr Lieben, so endet unser 14. Kapitel. Was für eine herrliche Zeit, auch herausfordernde Zeit für unsere beiden Aposteln hier. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir von ihnen lernen, besonders diese unglaubliche Kühnheit, diese Systematik der Verkündigung des Evangeliums im persönlichen Leben und das Regenerieren und Kraft schöpfen und zum nächsten Ufer dann aufbrechen. Und jetzt wollen wir zusammen beten, möchte uns einladen, aufzustehen hier im Saal. Und ich habe etwas auf dem Herzen heute. Wir müssen so besonders heute für unser Land beten. Heute trifft sich unsere Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Und es werden wichtige Entscheidungen für unser ganzes Land getroffen. Und tausende Stimmen erheben sich und jeder weiß alles besser. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Und alle haben sowieso die optimale und die beste Meinung. Ich glaube, das ist richtig schwierig zu regieren heute. Ich glaube, so schwierig wie fast noch nie. Und dann kommen die Massenmedien dazu und so weiter. Und wisst ihr, was wir tun? Wir segnen unsere Regierung jetzt, weil wir lieben unsere Regierenden. Wir schätzen sie, wir ehren sie. Die Bibel sagt, wir sollen sie ehren und schätzen um des Dienstes willen, den sie tun. Und Herr, wir beten heute Morgen für Angela Merkel, unsere Kanzlerin, alle unsere Minister in Berlin. Wir segnen unsere Staatssekretäre, alle Berater, auch die Ministerpräsidenten, die heute zusammenkommen. Und wir beten, dass sie heute erleben, wie ein Geist der Einheit auf sie kommt. Wie ganz nüchterne, klare, göttlich gesandte, himmlische Offenbarung zu ihnen kommt. Wie sie alle zusammen wissen sollen, was das Richtige ist, zu dieser Zeit, an diesem Ort, für dieses Land zu entscheiden. Wir segnen euch. In dem Namen des Sohnes Gottes, Jesus Christus. Wir segnen euch mit dem Geist der Weisheit. Und dass alles passiert heute an diesem Tag, was der Vater im Himmel geplant hat. Wir sagen, Vater, dein Reich komme, deine Herrschaft komme. Und dein Wille geschehe dort in Berlin, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir segnen unsere Regierenden mit deinem Schutz vor allen Lügen, vor allen Verschwörungen, vor allen Flüchen, vor allem Negativen. Wir sagen, Herr, lass das Gute des Himmels zu ihnen kommen. Lass deine Liebe zu ihnen kommen. Lass alles geschehen, was du für sie geplant hast, auch in ihren Familien, auch in ihrem persönlichen Leben, auch in den Nöten, die sie selber auch haben. Wir beten heute, Herr, für ihre Ehepartner und Kinder. Wir beten, Herr, für ihre Versorgung. Wir beten für ihr geistliches, körperliches, seelisches Wohlergehen. Wir beten, dass wir eine gesunde Regierung haben, eine gesunde Opposition hier im Land. Es sei freigesetzt in Jesu Namen. Auch in den Länderparlamenten, in unseren Städten, bei den Oberbürgermeistern und Bürgermeistern und Stadträten. Der Segen Gottes, der Wille des Vaters sei freigesetzt über euch. Segnen auch unseren neuen Oberbürgermeister hier in Stuttgart. Wir danken dir für ihn, seine Familie,
wir weinen in dir, Herr, dass er einen großartigen Dienst tun kann. Dass er von dir hört und geleitet wird durch deinen Heiligen Geist, mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wir segnen heute Morgen Deutschland, auch die Schweiz und Österreich, mit deinem Frieden, Herr. Dass die Menschen untereinander eins sind, sein Geist der Wertschätzung und der Hochachtung das ganze Land erfüllt. Wir segnen unsere Nation mit Ehrfurcht, mit Gottesfurcht. Mit dem Geist deiner Heiligkeit. Vater im Himmel, wir weihen dir Deutschland ganz neu heute an diesem Tag. Wir weihen dir unser Land, dass alles passiert, was du geplant hast. Wir sagen dir Deutschland, du sollst erfüllt werden mit der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser die Meere bedeckt. Für deine Kirche, für deine Braut hier auf der Erde und in diesem Land. Und erstmal danken wir dir für jede Gemeinde, jede Kirche, die dich lieb hat, die für dich da ist, die in ihrer Bestimmung und Berufung lebt. Und Vater im Himmel, wir segnen alle unsere Brüder und Schwestern hier in unserer Kirche und in allen anderen Kirchen im Land, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland. Wir danken dir für ein starkes Volk. Wir haben heute so viel gelernt, Herr, aus deinem Wort. Wir brauchen deine Kühnheit und deinen Mut, wie beim Apostel Paulus und Barnabas. Wir segnen deine Kirche heute mit deiner Kühnheit. Streck du deinen Arm aus für Zeichen und Wunder und machtvolle Taten. Und gib deinen Söhnen und Töchtern Kühnheit, Mut und Stärke. Herr, lass den Christus mächtiglich in ihnen wohnen durch den Glauben. Öffne du die Augen der Herzen, dass wir Erkenntnis und Offenbarung haben von dir. Wir segnen deine Kirche mit deiner Liebe, mit tiefen, guten Beziehungen zueinander. Wir segnen ein Volk mit Einheit. Wir bitten, dass denominationelle und denominationelle Grenzen niedergerissen werden und die Einheit des Leibes Christi geschmiedet wird. Und vollkommen wiederhergestellt wird die Einheit des Glaubens, das volle Maß des Wuchses, der Fülle des Messias in uns sichtbar wird. Sei verherrlicht über deiner Kirche, Herr. Sei gepriesen über deinem Volk im ganzen Land, im ganzen Kontinent. Wir segnen auch Europa und deine Kirche im ganzen Kontinent mit deiner mächtigen Kraft. Mit Vision, mit Kühnheit und mit Freimütigkeit deinen Willen zu tun. Wir beten, dass ein mächtiger Aufbruch geschieht in deiner Kirche. Dass das Feuer deiner Erweckung jede Gemeinde erfasst. Auch die Gemeindeleitungen, den fünffältigen Dienst, dass er erweckt wird überall im Land. Im Norden und im Süden und im Westen und im Osten. Sei willkommen, herrliche Shekinah Gottes. Du Wolke deiner Herrlichkeit. Sei willkommen in jedem Haus des Herrn, im ganzen Land. Wir ehren dich, Herr. Sei verherrlicht über deiner Kirche. Zu meinem Herzen so eindrücklich, so stark. Wir sollen jetzt beten für die Versorgung von jedem seiner Kinder in dieser Zeit. Auch finanzielle, wirtschaftliche Versorgung.
Erinnert euch an das Vaterunser, wo Jesus uns gelehrt hat. Und wir sollen den Vater bitten, dass wir von ihm unser tägliches, unser, was wir für den Tag brauchen, Brot, was wir für den Tag brauchen, an Versorgung, an Nahrung, Speise, an all dem, was wir für den Alltag brauchen. Das werden wir jetzt tun. Ich habe innerlich einen Glauben, eine Gewissheit, dass jetzt was freigesetzt wird, auch über Geschäftsleuten, über Familien, die in Not sind, in Jesu Namen. Und Vater im Himmel, gemäß deinem Wort, auf der Grundlage der Worte deines Sohnes Jesus Christus, komme ich jetzt zu dir für alle, die gerade Not leiden, die finanziell in die Enge gekommen sind, die irgendwo die Hoffnung für die Zukunft verloren haben. Wir beten, dass du kommst mit deinem mächtigen Arm. Und wir sagen, Herr, und gib uns unser tägliches Brot, wie so wunderbar du selber als Versorger dich erwiesen hast in all den Zeiten, wie bei Elia am Bach Krit oder deinem Volk in der Wüste im alten Israel. Herr, du bist der Versorger, Yahweh, Jireh. Du bist es, der dein Volk mit all dem versorgt, was es braucht. Und ich segne deine Kirchen überall im Land mit himmlischer Impartation, mit Zufluss der Reichtümer des Himmels, der Versorgung unseres Gottes, mit den Ressourcen des Geistes, in dem Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Vater, danke, sei freigesetzt in deinem Namen, zu deiner Ehre und zu deinem Ruhm und zu deiner Herrlichkeit. Zusammen beten für alle Familien, Eltern, Kinder, Alleinerziehende, die gerade eine herausfordernde Zeit haben. Schule, Homeoffice, Kita hat sie offen, nicht offen. Und ich glaube, dass Gott einen mächtigen Segen jetzt auf sie legen möchte. Und Vater im Himmel, in dem Namen Jesus, deines Sohnes, segnen wir jede Familie, alle Eltern und alle Kinder, alle Alleinerziehenden mit deiner Kraft und Liebe, mit deinem göttlichen Shalom, mit deinem Frieden, mit deiner Freundlichkeit und Güte. Und dass sie ermutigt werden durch deine Präsenz in ihren Wohnungen gerade jetzt. Füll du die Wohnzimmer, die Küchen, die Schlafzimmer. Fülle du die Studierzimmer mit deinem Frieden, mit deinem Shalom in diesem Augenblick. Lass dein Reich kommen und dein Willen geschehen dort, in den Zuhausen, auch in den Pakitas, die geöffnet haben, in den Notbetreuungen, in den Schulen. Hilf du den Kindern, Papa, durch deinen Heiligen Geist beim Homestudium, beim Online-Unterricht, in dem Namen Jesus. Wir segnen auch alle Eltern im Homeoffice oder die woanders arbeiten gehen müssen, unterwegs sind. Wir segnen euch mit Gottes Schutz und Gnade und mit Koordination, mit der Ordnung des Himmels in dem Zeitplan im Namen Jesu Christi. Und am meisten mit Frieden in deinem Herzen, in deiner Seele. Und dass du erlebst, wie gütig Gott mit dir ist. Da ist Hilfe unterwegs. Ich kann das spüren überall. Gottes Hilfe ist in dein Haus zu dir unterwegs. Er liebt dich so. Halleluja. Ihr Lieben, die Zeit ist schon wieder so schnell, so unglaublich schnell vorbeigegangen. Was für eine herrliche Zeit in seiner Gegenwart. Danke euch beiden für die herrliche Musik. Das macht es uns so einfach. Danke, dass ihr alle gekommen seid, so viele heute wieder. Und dass du dabei warst am Livestream online. Und wir wünschen euch heute für diesen Tag alles nur erdenklich Gute von Gott. Sein Segen, sein Frieden, sein Shalom. Und wir freuen uns, wenn du morgen wieder dabei bist, morgen Abend bei unserem Reset-Gottesdienst oder auch am Donnerstag früh zum nächsten Morgentau. Und wenn du es dir anschaust auf Livestream oder auf deiner Online-Plattform auf YouTube, wir freuen uns auch über jeden Kommentar, wenn ihr einfach ein bisschen schreibt, was es mit euch tut. Das hilft uns so sehr. Und jetzt habt einen wunderschönen Tag.
genießt es und der Herr ist mit euch.